Herr Dr. Hempel, bitte. Sehr geehrte Frau Vorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, ganz kurz noch was zu Marx und Bruno Bauer. Also Bruno Bauer hat 1843 ein Werk zur Judenfrage geschrieben, hat sich dort als Antisemit gezeigt. Marx hat 1844 eine Rezension dazu geschrieben, hat sich für die Emanzipation des Judentums ausgesprochen. Er war keineswegs ein Antisemit, das muss hier gesagt werden. Und davon Pamphlet zu sprechen, ist einfach peinlich. Es war eine Rezension, so viel zur wissenschaftlichen Aufarbeitung. Dass Ihre Darstellung des Lebens von Hermann Duncker 1949 beginnt, ist bezeichnend. Vielleicht hören Sie 3 Minuten kurz zu und das ist dann lehrreich und dafür mache ich auch gerne Verlängerungs-BVV. Käthe Duncker, geboren 1871 in Baden, aufgewachsen in Thüringen. In den 1890ern als Lehrerin wegen politischer Tätigkeit mehrfach aus dem Schuldienst entlassen. 1921 bis 1923 Thüringer Landtag für die KPD, 1933 Flucht vor den Nazis in die USA. 1947 Rückkehr nach Deutschland. Hermann Duncker, geboren 1874 in Hamburg, 1893 Mitglied der SPD, 1914 zum Landsturm eingezogen. Anschließend antimilitaristische Propagandaarbeit. Im Widerstand gegen die Nazis wird Hermann Duncker am 27. Februar 1933 in der Nacht des Reichstagsbrandes festgenommen. Erst Kolumbiahaus in Tempelhof, dann Strafgefängnis Spandau, anschließend Zuchthaus Brandenburg-Görden. Nach der Entlassung im November 1933 unter Gestapo-Aufsicht. 1936 Flucht nach Dänemark. Über viele Stationen letztlich Exil in den USA, dort Wiedersehen mit Käthe. 1947 Rückkehr nach Deutschland. So liest sich das, wenn man das Leben zweier Menschen, die sich dem Kampf gegen den Faschismus verschrieben haben, in grobe Stichworte presst. Aber ich will Ihnen noch einen anderen Blick gewähren. Ich will Ihnen zeigen, was eine Station solch eines Lebens auch bedeuten kann. Wie erwähnt, wurde Hermann Duncker 1933 ins Kolumbiahaus verbracht, das KZ Berlins. Von der sogenannten Kolumbia-Hölle ist leider viel zu wenig bekannt. 8000 Männer waren hier in Tempelhof bis zur Schließung des KZ 1936 inhaftiert. Sie wurden systematisch gequält und misshandelt. Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschafter, Homosexuelle, Juden, Künstler, Geistliche, Zeugen Jehovas und viele andere, die sich dem Faschismus in den Weg gestellt haben oder einfach nicht in sein Weltbild passten. Neben Hermann Duncker war auch Hans Böckler hier. Und der Gefangene Johannes Lukowski, der 1948 als Lichtenberger diesen Zeitzeugenbericht als Teil seiner Anzeige gegen den Folterknecht Karl Fitzner wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit machte. Ich zitiere. Als ich am Heizungskeller vorbeikam, sah ich meinen Zellennachbar liegen, der tot war. Er war am Abend zuvor von Boxer Karl und dem Langen so zerschlagen worden, dass ihm buchstäblich die Fetzen vom Leibe hingen. Der Junge hatte sich noch abends beim Arzt gemeldet und ich hörte noch, wie er gefragt wurde, was ihm fehle. Er gab zur Antwort, er sei geschlagen worden. Der Arzt antwortete, bei uns wird niemand geschlagen, er sei wohl von der Treppe gefallen und die Zellentür wurde zugeschlagen. Als ich den Jungen, der erst 19 Jahre alt war, dort vor der Heizung liegen sah, tauchte mir der Verdacht auf, weil die Heizung in voller Glut stand, den wollen die Bestien bestimmt verbrennen. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie mal wieder auf dem Tempelhofer Feld sind, dann gedenken Sie der 8000 Männer, die durch die Kolumbia-Hölle gegangen sind. Und auch in Ihrem Namen bitte ich Sie, unserem Antrag zuzustimmen, den Platz Treskoallee, Ecke Wandlitzstraße nach Käthe und Hermann Duncker zu benennen. Vielen Dank. Vielen Dank.